Es ist endlich soweit, der große Erfahrungsbericht zur Nikon Z8. Und ja, ihr seht richtig, hier steht nicht nur eine, hier stehen zwei. Ich habe mir gleich zwei Nikon Z8 geholt und möchte meine Erfahrung mit euch teilen nach 2 Monaten, nach mehreren 10.000 Fotos. Und das nicht so wie bei anderen YouTubern, die da Serienaufnahmen machen, sondern wirklich Auftragsarbeiten, ja, und Fotos, die normal während Events und so weiter Auftragsarbeiten geschossen werden. Ganz interessant ist natürlich auch, wie ich als Sony-User über Nikon denke. Denn es ist bei mir ja so, dass ich zuvor die Sony Alpha 1 jetzt über 2 Jahre, ja, zu 90% in allen Fällen genutzt habe. Ich war sehr zufrieden mit der Kamera, bin aber tatsächlich auch von den Nikons ziemlich begeistert. Und darum soll es eben auch in diesem Video gehen. Um die Z8 gibt es natürlich zurzeit auch einen großen Wirbel. Nicht nur positive Neuigkeiten, sondern auch negative Neuigkeiten. Es ist immer noch so, dass die Nikon Z8 jetzt im August in Deutschland immer noch nicht flächendeckend verfügbar ist. Ich habe heute Morgen bei Idealo mal reingeschaut. Zurzeit ist sie nirgends lieferbar. Und das, obwohl wir eigentlich so viel negative Nachrichten auch haben, denn es gibt derzeit 2 offizielle Rückrufe von Nikon. Der erste Rückruf ist wohl das Problem, dass einige Objektive sich nicht mehr von der Kamera lösen lassen. Ich habe natürlich meine beiden Kameras auch dann mal in diesem Tool, wo man die Seriennummer eingibt, eingegeben, und meine Kameras sollen beide betroffen sein. Ich habe jetzt hier insgesamt schon 11 Nikkor-Objektive. Ich habe es bei allen mit allen Objektiven getestet. Bei beiden Kameras kann ich alle Objektive problemlos entfernen. Der zweite Rückruf behandelt dieses Thema hier, diese Ösen, die hier an der Seite dran sind. Also ich kann die bei mir relativ stark ziehen, aber es soll wohl einige Leute geben, bei denen eben diese Ösen, ja, sich lösen und die Kamera dann sozusagen runterfällt. Da habe ich jetzt nicht geschaut, ob meine Kameras betroffen sind. Ich nutze diese Seitenhänger hier sowieso relativ selten. Und es gibt natürlich auch einige Leute, die sich da irgendwie ein 200, 600 an die Kamera hängen, dann hier mit dem Gurt irgendwie spazieren gehen und da vorne hängt so ein riesen Telezoom-Objektiv. Also dass das physikalisch nicht richtig sein kann, müsste man ja eigentlich von sich aus schon merken. Aber ich glaube, einige Leute sind da so ein bisschen schmerzbefreit, und dass dann vielleicht mal so eine Öse sich hier löst, kann natürlich gut möglich sein, wobei man selbst zur Liebe zum Mount solche Dinge nicht tun sollte. Aber es kann natürlich sein, dass da wirklich ein Konstruktionsfehler vorliegt und dass Nikon danach bessern muss. Es gibt auch keine offiziellen Zahlen, wie viele Kameras da jetzt wirklich betroffen sind oder wie viele Leute das gemeldet haben. Also von dem her, ich betrachte das ein bisschen entspannter als andere, aber wer da sehr kritisch unterwegs ist, der sollte das wissen. So viel dazu. So, bevor wir starten, holt euch noch eine Tasse Kaffee, denn das Video wird wirklich lang und intensiv. Macht es euch gemütlich, es wird sehr spannend, und ich habe so viel zu berichten. Ich habe hier 3 Blätter Notizen. Ich musste ab und zu auch raufschauen, weil es einfach so viel ist. So, ich nehme jetzt auch noch einen Schluck und dann starten wir mal und gehen ins Detail. Wie gesagt, wenn ich über die Nikon Z8 spreche und sie vergleiche, werde ich sie wahrscheinlich immer hiermit vergleichen, mit der Sony Alpha 1. Und wir fangen bei der Nikon an, einfach mal über das Äußere der Kamera zu sprechen. Die Kamera ist natürlich wesentlich größer geworden als eine Nikon Z6 II, Z7 II, aber natürlich ein bisschen kleiner als eine Z9, die hier steht. Wenn wir beide Kameras mal nebeneinander stellen, es fällt halt wirklich auf, das Einzige, was fehlt, ist eben der Hochformatgriff. Mir war die Z9 eigentlich immer zu groß, aber jetzt in Kombination mit Z8 ergibt das wirklich Sinn. Denn so können wir unsere Auftragsarbeiten richtig toll abarbeiten, und mal nimmt man die große mit, mal die kleinen. Ja, wenn man die Alpha 1 und die Nikon Z8 einfach mal so nebeneinander stellt, da fällt schon auf, dass die Nikon wirklich größer ist. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe unter meiner Alpha 1 immer einen L-Winkel gepackt, weil mir der Griff ansonsten zu klein ist. Ich habe immer das Problem, dass mein kleiner Finger hier unten dann in der Luft hing. So, und mit einem L-Winkel war das Problem behoben. Ich konnte die Kamera dann wirklich besser greifen.
Und wenn ich den noch drunter packe, ja, dann ist der Unterschied gar nicht mehr so groß. Dann kommt die Kamera nämlich fast auf die gleiche Höhe. Und interessant wird es beim Thema Gewicht. Weil viele sagen ja, oder viele haben ja auch geschrieben, ha, die Z8, tolle Kamera, aber ist mir einfach zu groß. Und das sind aber alles meistens Leute, die unter ihrer Alpha A7 IV oder ihrer R5, A7 R4 und so weiter immer einen L-Winkel drunter haben. So, und das Interessante ist, gut, die Alpha 1 wiegt auch ein bisschen mehr als eine A7 IV, das muss man wissen. Das Interessante ist aber, wenn ich jetzt auf das Gewicht schaue, das habe ich mir nämlich nochmal extra aufgeschrieben, dann fällt auf, die Nikon Z8 wiegt 910 Gramm und die Alpha 1 740 Gramm. Und ich hatte den L-Winkel mal dran gelassen, gewogen, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau aus dem Kopf, aber ich glaube, das Gewicht war dann schon fast identisch. Und von dem her muss man sagen, ist das eigentlich in Ordnung. Zumindest ist es für mich in Ordnung. Ich mag es, einen ordentlichen Griff zu haben. Und den hat man hier, die Kamera, die liegt so toll in der Hand. Die will man einfach in die Hand nehmen, man will damit Fotos machen, weil das einfach ja ein tolles Gefühl ist, wie diese Kamera in der Hand liegt. Also für mich ist es einfach wie gemacht. Ich nehme die Kamera in der Hand und die Hand greift gleich so zu, wie es sein soll. Der Finger wandert direkt zum Auslöser. Für mich ein unglaublich tolles Gefühl, die Kamera in der Hand zu halten. Was das Display angeht, haben wir hier die traditionelle Variante, dass wir uns das hier so rausholen können und dann ja quasi einen schönen Blick von oben auf das Display haben. Zum Filmen mag ich das sehr. Was wir eben auch machen können, ist, dass wir so im Hochformat fotografieren können. Auch richtig toll. Das Einzige, was eben fehlt, ist, dass wir das Display nach vorne klappen können. Das ist eben nicht möglich. Was man aber beim Display wirklich sagen muss, das ist so eine tolle Verarbeitungsqualität. Das wirkt richtig hochwertig. Das ist nicht klapprig. Das fühlt sich einfach hochwertig an, das Display. Hier ist es ein bisschen anders und das sieht man auch, wenn man wirklich mal beide Displays nebeneinander hält. Das hier ist dünn, klein, so ein bisschen, ich kann es sogar so ein bisschen verbiegen, wenn ich das will, weil es so dünn ist. Und hier ist es anders. Das ist richtig, das fühlt sich einfach massiv an und hochwertiger verarbeitet. Auch was die Auflösung angeht. Ich bin da wirklich begeistert von diesem Display. Ich mag das einfach total. Und es ging mir schon bei der Nikon Z6 II so, dass ich absolut verliebt war in dieses Display. Ich habe das damals schon in meinem Erfahrungsbericht-Video zur Z6 II verglichen mit der Alpha 1 und schon da gesagt, dass das Display einfach besser ist. Und hier ist es genauso. Es ist auch einfach viel größer. Es macht einfach so Spaß, da die Bilder drauf zu beurteilen. Wir haben eine richtig tolle Touch-Funktion, dadurch zu navigieren. Das ist einfach super. Das ist manchmal so, ich merke dann selber, dann stehe ich da, bediene die Kamera mit den Fingern, als wenn das ein Handy wäre. So toll funktioniert das. Das ist bei den Sonys leider nicht so. Da bin ich anderes gewohnt. Da habe ich die Sonys habe ich fast nie mit Touch bedient. Die Nikons benutze ich relativ viel mit Touch, wobei ich immer ein Typ war, der sagte, naja, ich brauche das eigentlich nicht, diese Touch-Funktion auf den Displays. Ich nutze es jetzt tatsächlich relativ häufig. Eine andere Sache, die natürlich auch mit dem Display zusammenhängt, ist die Display-Helligkeit. Wir haben hier die Möglichkeit, in 5 Stufen nach oben zu gehen. Das bedeutet normal, also 0. Und wir können dann auch runtergehen von der Helligkeit her. Wir können aber auch 5 Stufen nach oben. Dann ist das wirklich schon sehr hell. Wenn man aber jetzt im direkten Sonnenlicht arbeitet, habe ich sogar die Möglichkeit, noch 2 Stufen heller zu gehen, das Display noch heller zu machen. Das ist absolut strange, wie hell dieses Display ist. Ich blende euch das hier mal ein, einfach mal im Vergleich hier mit der Alpha 1. Und da haben wir quasi schon den Übergang zum Sucher, denn da ist es ganz genauso. Der Sucher in der Nikon ist sowas von hell. Absolute Klasse. Also es macht richtig Spaß, wenn man bei grellem Sonnenlicht fotografieren muss, was man eigentlich immer nicht möchte, aber es ist ja manchmal einfach die Situation, dass es nicht anders geht. Wie bei einem Hochzeitsshooting, bei einem Auftrag, wenn man irgendwo beim Kunden unterwegs ist, da eine Reportage hat, Event, irgendwas. Wenn es draußen extrem hell ist, hat man immer das Problem, das Bild richtig zu beurteilen, das Display zu sehen und dann schaut man durch den Sucher. Und hier ist der Sucher halt extrem hell, wenn ich das möchte.
Also das ist wirklich super. Auch was die Abbildungsqualität angeht, er löst ja nicht so hoch auf wie so ein Sony-Sucher beispielsweise. Der löst ja hier mit 9,4 Millionen Bildpunkten in etwa auf und der hier ja nur mit 3, schlag mich tot. Ich habe die genaue Zahl nicht vor Augen, brauche ich aber auch nicht. Denn wenn ich jetzt beide Kameras wirklich mal ans Auge halte, das sind so minimale Unterschiede. Die Sony, ja, das Bild ist ein bisschen schärfer. Ich glaube aber irgendwie, keine Ahnung, also das ist so ein winziger Unterschied. Da fragt man sich, wo diese 6 Millionen Bildpunkte, die dazwischen liegen, hin sind oder ob das Auge überhaupt so viel braucht, so viele Bildpunkte, ob wir das überhaupt sehen mit unserem menschlichen Auge. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der Unterschied, wenn man durch beide Sucher guckt, extrem gering. Was aber hingegen auffällt, Sony-User werden das kennen, wenn man mit der Kamera fokussiert und durch den Sucher schaut, dann wird das Bild so unscharf, so kriselig. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber das ist dann halt nicht so scharf. Und das ist hier nicht so. Das Bild bleibt scharf. Man sieht halt einfach nur, wo der Autofokuspunkt sitzt. Das ist wesentlich angenehmer, wenn man da durchschaut. Was das Thema Anschlüsse und Speicherkartensteckplätze angeht, wir haben einmal ein CF Express Typ B Speicherkartenplatz und ein SD Speicherkartenplatz. Für mich optimal. CF Express ist dann halt ja, die Hauptspeicherkarte und ich muss ehrlich sagen, ich liebe es, endlich wieder mit solchen Geschwindigkeiten zu arbeiten. Bei den Sonys haben wir immer nur mit SD-Karten gearbeitet, weil wir einfach diese Typ A CF Express Karten, die bei den Sonys reinpassen, einfach viel zu teuer sind. Und hier haben wir uns jetzt wieder CF Express Typ B Karten zugelegt und ich liebe einfach diese Geschwindigkeit, wenn wir die Daten nachher übertragen, das macht schon richtig, richtig Spaß. Ja, und so arbeite ich dann halt mit der SD-Karte als Backup und die CF Express Karte ist die Hauptspeicherkarte. Dann haben wir natürlich an der Seite noch den Mikrofoneingang, wir haben Kopfhörereingang und wir haben Full-Size HDMI, so wie man das erwartet. Und eine Besonderheit bei dieser Kamera, wir haben eben zweimal USB-C Anschlüsse und einer davon ist für Power Delivery, das bedeutet, darüber könnt ihr die Kamera laden und den zweiten könnt ihr nutzen für, was weiß ich, für Geräte, die ihr da anschließen möchtet, Übertragungsgeräte oder was weiß ich, da gibt es ja jede Menge Möglichkeiten. Und ja, der Anschluss für den Fernauslöser, den haben wir hier vorn, so wie es schon bei der Nikon Z9 der Fall gewesen ist. Was uns aufgefallen ist, wo wir ja nicht so viel Nikon in der Vergangenheit genutzt haben, dass die Einstellräder irgendwie ein tolles haptisches Gefühl geben. Also die fühlen sich richtig gut an. Dann haben wir noch ein Schulterdisplay. Ich brauche es eigentlich nicht. Es ist aber wiederum nett zu haben. Also ja, das ist so, ist ein kleines Gimmick. Schön, dass man es hat, aber ich bräuchte es nicht unbedingt. Also wenn man sich eine Kamera konfigurieren könnte, würde ich da keinen Display mit reinnehmen, wenn es irgendwie zusätzlich kosten würde. Irgendwie ist es ganz witzig. Alle sagen immer, sie brauchen kein Schulterdisplay. Es ist gerade das Geilste. Da kann man nochmal gucken. Ah, Einstellung. Passt alles so, wie ich es vorgenommen hatte. Aber ich muss zugeben, ansonsten nutze ich es auch wenig. Was eben auch auffällt, wir haben an der Kamera sehr viele Tasten. Wir haben eine Modustaste, wir haben eine Weißabgleichstaste, Bracketing, Serienbildaufnahme, wir haben eine Lock-Taste, wir haben den Papierkorb, gut, der ist Standard, wir haben die AF-On-Taste, also ich brauche sie nicht alle aufzählen, aber wir haben unglaublich viele Tasten an der Nikon, sodass man gar nicht viel umbelegen muss. Bei den Sonys haben wir das immer relativ viel gemacht, dass wir die Kameras komplett umgestellt haben, was so diese ganzen Tastenbelegungen angeht. Hier haben wir eigentlich fast gar nichts umgestellt, wirklich nur noch mal ein, zwei Dinge, die uns wichtig sind in unserer täglichen Arbeit, die haben wir raufgelegt und da haben wir sehr gerne zum Beispiel die beiden Funktionstasten genutzt. Und da haben wir beide Tasten so belegt, dass eine für den Belichtungslock ist, also die AEL-Taste und die zweite einfaches Umstellen des Fokusfeldes. Das bedeutet, wenn wir normalerweise im Tracking arbeiten, drücken wir die Taste und haben dann die Nadelspitze. Und wofür ist das gut? Wenn wir beispielsweise eine Hochzeit fotografieren und wir haben das Brautpaar eben gerade beim Ringwechsel
Dann sind wir normal im Tracking, damit wir immer die Augen haben in der Augenerkennung. Wenn wir dann aber runtergehen und den Ringwechsel fotografieren wollen, was ja sehr detailliert ist, wo man auch immer sehr schnell sein muss, weil das geht relativ zügig. Also zumindest, wenn die Finger nicht zu dick geworden sind. Aber das geht meistens relativ zügig. Man muss sehr nah ran und es muss passen. Und da ist beim Tracking immer so ein bisschen die Problematik, dass er nicht genau weiß, wo er hin soll, weil das Autofokusfeld halt einfach zu klein ist. Das ist bei Sony genauso gewesen. Hier ist es auch so. Da gehen wir dann einfach in die Nadelspitze und fotografieren weiter. Und hier ist das Tolle, das funktioniert halt einfach beim Drücken dieser Taste. Ich drücke drauf und habe sofort ja die Nadelspitze, das kleinste Feld und kann direkt weiter fotografieren. Die restlichen Settings bleiben, wie sie sind. Das ist unglaublich toll. Was aber auch möglich wäre, dass ich mir eine Kamerakonfiguration einstelle. Das bedeutet, wenn ich jetzt im normalen Modus, im manuellen Modus bin und sage, mit diesem Tastendruck möchte ich schnell und einfach die Blendenautomatik haben, dann geht das. Also es ist total cool und macht die Bedienung sehr intuitiv. Und zum Schluss eine Sache, die leider nicht ganz so positiv ist. Wir haben in der Nikon Z8 keinen Multi-Interface-Blitzschuh. Gehört eigentlich zum Thema Video. Ich habe es jetzt aber hier nochmal ja, in der Verarbeitung Anschlüsse und sonstiges mit reingenommen. Und es ist halt sehr schade, weil das hier ist zum Beispiel das Sony ECM B1M. Ja, sehr komischer Name, aber egal. Das Ding ist ein richtig tolles Mikrofon für die Sony-Kameras. Und wir brauchen kein Kabel mehr oder sonstiges. Und vor allem ist halt das Tolle, die Audioqualität ist extrem gut, die hier rauskommt. Wir haben sogar die Möglichkeit, hier den Audio-Level automatisch regeln zu lassen. Und das funktioniert auch noch richtig, richtig gut. Ich habe immer so ein bisschen Angst vor Automatiken. Hier arbeiten wir fast immer damit, weil das so gut funktioniert und das so toll ausgepegelt wird. Das fehlt hier leider. Das hier drin ist ein Stacked-Sensor und der sorgt natürlich für richtig tolle Auslesegeschwindigkeiten. Und ich mache es jetzt trotzdem einmal die Serienbildaufnahme mit 20 Bildern, damit ihr mal hört, wie das klingt und wie schnell das geht. Und eben diese 20 Bilder kommen in voller Auflösung raus und auch in der höchsten RAW-Stufe. Das bedeutet, hier habt ihr keine Komprimierung oder sonstiges. Diese Bilder sind in voller Qualität geschossen. Wir können aber auch noch schneller fotografieren. Wir können noch 60 Bilder die Sekunde aufnehmen, das dann leider nur noch in JPEG oder sogar 120 Bilder, auch nur noch in JPEG natürlich und auch nur noch mit 11 Megapixeln, aber 120 Bilder die Sekunde, das ist schon absolut strange. Wer sowas braucht, meine Herren, das muss ja wirklich echt zügig dann da zur Sache gehen. Das Schöne ist natürlich, wenn wir dann so fotografieren und durch den Sucher schauen, haben wir kein Blackout. Wir haben dann links, rechts, oben, unten so einen kleinen Streifen, der uns anzeigt, dass wir gerade ein Foto machen, damit wir eben überhaupt ein Gefühl dafür kriegen, weil wir könnten natürlich auch komplett lautlos fotografieren. Aber das ist halt wirklich toll, wenn wir wirklich schnelle Dinge fotografieren müssen, durch den Sucher schauen und da eben keine Verzögerung haben, keinen Blackout, keine Neuberechnung des Bildes oder sonst was. Das funktioniert einfach super, super flüssig, weil die Kamera halt eben auch so schnell arbeiten kann. Ja, und wenn wir die Kamera jetzt mal ausmachen, sehen wir, dass hier etwas runterkommt, was fast genauso aussieht wie ein Verschluss. Es ist aber kein Verschluss, das ist halt einfach nur ja, ein Sensorschutzschild, nenne ich es jetzt mal, was runterfährt, damit wir eben den Sensor sauber behalten, wenn die Kamera jetzt geöffnet ist, wenn wir das Objektiv wechseln oder sonstiges. Das ist natürlich richtig toll. Aber kommen wir nochmal zurück zum Thema Geschwindigkeit. Denn nicht nur die Auslesegeschwindigkeit der Bilder und so weiter ist extrem schnell, auch die Startzeiten und so weiter bei der Kamera. Das geht so schnell. Also, das ist wirklich faszinierend. Man kann die Kamera anmachen und man könnte sofort ein Bild schießen. Also, da ist kein System, wo man irgendwie denkt, das muss erst hochfahren oder so, wie es bei anderen Herstellern ist. Die Kamera ist sofort da, ich kann sofort ein Foto machen. Das ist absoluter Wahnsinn. Und auch andere Dinge, was die Geschwindigkeit angeht, sind unglaublich toll. Es sind so Kleinigkeiten, aber die fallen uns natürlich sofort auf, wie dass ich beispielsweise
die Speicherkarte reinstecke und schon während ich sie reingesteckt habe, das System, das Datensystem vorbereitet wird. Das bedeutet, ich kann die Kamera anmachen und auch loslegen. Bei den Sonys hingegen war es immer so, ich stecke die Speicherkarte rein, dann mache ich die Kamera an und dann fängt die Kamera an, das Datensystem vorzubereiten, wo die Daten dann gespeichert werden. Nachdem sowieso die Startzeit der Sony-Kamera ja länger war. Also das ist wirklich absolut beeindruckend, wie schnell hier alles funktioniert. Es gibt keine Ladezeiten oder sonst was. Ich gehe ins Menü, ich kann das gar nicht beschreiben. Das funktioniert alles. Also, da gibt es keine Wartezeiten. Das ist super. Kommen wir mal zu den Funktionen, die die Nikons so besonders machen, was andere Hersteller vielleicht nicht haben. Und das ist hier zum Beispiel Pre-Release Capture. Ich weiß, Canon hat das jetzt schon in einigen Modellen mit drin. Hier ist es eben so, dass die Kamera schon Bilder aufnimmt, bevor ich überhaupt den Auslöser drücke. Da fragt man sich, okay, wofür braucht man das? Das braucht man zum Beispiel, wenn man einen Blitz fotografieren möchte, beim Gewitter. Ja, da kann man ja eigentlich nie schnell genug sein, das funktioniert ja gar nicht. Und man wartet dann drauf, bis es blitzt. Dann hat es geblitzt und in dem Moment drückt man drauf und die Kamera nimmt dann halt die Bilder auf und der Blitz ist eben auch noch drauf, weil die Kamera vorher schon aktiv gewesen ist und quasi schon Bilder aufgezeichnet hat. Ist total cool, ist eine Kleinigkeit, aber ist eben nice to have. Ja, wer sowas braucht, kann das auf jeden Fall nutzen. Und wie gesagt, die Nikons haben das. Die Canon hat das auch mittlerweile bei der R6, glaube ich, ist es drin, R6 II. Und man kennt es so ein bisschen auch von seinem iPhone. Also wer ein iPhone hat, da gibt es doch dieses Live-Bild, heißt es, glaube ich, oder Live-Foto, wo eben so ein kleiner Moment vorher schon aufgezeichnet wird. Und das ist hier quasi nichts anderes. Eine weitere tolle Sache ist die Belichtungsmessung für das Gesicht. Die Sony hat das auch, die Nikon macht es aber wesentlich besser. Die Sony geht immer nur einen gewissen Grad mit, was die Belichtung des Gesichtes angeht. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr diese Funktion aktiviert, passt die Kamera die Belichtung so an, dass das Gesicht ordentlich belichtet ist. Und der Rest ist egal, es geht wirklich um das Gesicht. So macht das zumindest die Nikon. Die Sony priorisiert das Gesicht, geht aber auch nur einen gewissen Grad weit, was die Überbelichtung angeht. Bei der Nikon war ich manchmal erschrocken, dass ich dachte, oh shit, jetzt ist mein Bild ja absolut überbelichtet. Man hat sich dann aber das Foto angesehen und gesagt, ja, so soll es aber auch sein. Also das Gesicht ist jetzt das Wichtige und das passt. Schaut euch da gerne auch mal das Video mit dem großen Farbvergleich an zwischen Sony und Nikon. Da haben wir das Thema auch angerissen und da sieht man ganz toll, wie unterschiedlich das ist. Uns spart das eine Menge Zeit nachher in der Nachbearbeitung, was beispielsweise die Eventreportage, Hochzeitsreportage angeht, weil die Gesichter sind immer perfekt belichtet. Das ist unglaublich toll und bei den Sonys mussten wir öfter mal die Bilder halt noch ein bisschen nachbelichten, ein bisschen Pep drauf geben, damit die halt ein bisschen Helligkeit noch bekommen, dass das Gesicht nicht zu dunkel ist. Also absolut tolle Funktion, liebe ich, ist immer an. Und wenn man dann eben das Gesicht fotografiert, dann hat man auch die Möglichkeit, den Hautweichzeichner zu aktivieren. Dachte ich am Anfang so, ob das was für uns ist, weiß ich nicht. Wir sind ja eher so die Typen, die das dann im Nachgang irgendwie machen, in der Nachbearbeitung. Mittlerweile ist auch diese Funktion immer an, weil ich liebe das und vor allem im Bereich Video sehen die Leute dann so viel toller aus. Also was heißt toller? Jeder mag das ja, wenn die Haut schön weich ist. Ja, nicht zu weich. Also da gibt es ja auch mehrere Stufen, wie ich das einstellen kann. Aber es schmeichelt einfach der Haut dem Gesicht. Und ich zeige euch da jetzt einfach mal einen kleinen Spot, den wir aufgenommen hatten, wo diese Funktion aktiviert war und wie ich finde, ein richtig tolles Ergebnis bei rauskam. Hallo Altmark, Lunas ist auf the Shelf. Wir eröffnen für euch ein komplett neues Fitnessstudio. Kommt mal mit. Euch erwarten moderne Kraftgeräte vom Markenhersteller, ein großzügiger Ausdauer- und Fernbereich, ein cooler Functional-Bereich, ein beweglicher Circle, eine Trainings-App mit virtuellem Coach sowie Ernährungscoaching und vieles mehr. Wir starten Ende November 2023. Seid einer der ersten, werdet Gründungsmitglied. Ja, und zu guter Letzt Funktionen, die wir noch nutzen können, sind zum Beispiel warme Anzeigefarben, was wir eben nutzen können, wenn wir nachts fotografieren, dann können wir uns das Bild rot anzeigen lassen, was eben für die Augen angenehmer ist. Und wir haben halt auch
beleuchtete Tasten und das Schulterdisplay kann beleuchtet werden. Das ist, wenn man nachts fotografiert, richtig cool, weil vor allem halt auch fast alle Tasten beleuchtet sind. So, wo wir schon beim Thema Lowlight sind, ich weiß gar nicht, ob ich das noch aufnehmen kann, weil es so dunkel mittlerweile ist. Aber guck dich mal an. Bei der Nikon gibt es die Möglichkeit, warme Anzeigefarben auszuwählen. Das bedeutet, ihr habt ein rotes Display. Ja, und das ist natürlich für die Augen besonders gut. Weil ich habe mir gerade eben die Aufnahmen durch den Sucher angeguckt und hatte das noch nicht eingestellt. Und danach habe ich das Auge weggenommen. Ich habe gedacht, ich brauche erstmal eine halbe Stunde, um hier erstmal wieder klarzukommen. Weil das so hell war. Und noch viel geiler ist ja, wenn man dann eben auch noch die Tasten beleuchtet, das Schulterdisplay beleuchtet. Das ist wirklich eine Kamera, die eben für die Nacht perfekt ausgelegt ist. Ihr könnt die Sterne fotografieren, ihr könnt was weiß ich machen. Ihr habt eine Kamera, die ihr im Dunkeln wunderbar bedienen könnt. Ich habe das so oft gehabt, dass man sich dann irgendwie ja hier so lang fühlt bei der Kamera. Wo ist denn jetzt die Taste, die ich suche? Und das ist doch wirklich ein Traum. Und vor allem ist es halt auch so, dass wirklich fast jede Taste beleuchtet ist. Also nicht beleuchtet ist der AF-On-Button und der Display-Button. Ansonsten, ja gut, hier vorne die nicht. Aber also wer die nicht blind bedienen kann, ist selber schuld. Aber ansonsten ist alles beleuchtet. Das macht mich einfach happy. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist das Thema Menü. Und da schneiden sich ja so ein bisschen die Geister. Also, wer schon immer mit Nikon fotografiert hat, der liebt natürlich das Menü, weil er kennt jede Funktion, er weiß, wo was ist und er hat sich einfach an das Menü gewöhnt. Und tatsächlich gibt es eine Sache, die man bei Nikon sehr positiv hervorheben muss und das ist, dass das Menü auch immer gleich aufgebaut ist. Und das ist wirklich so. Nikon Z8, Nikon Z9, aber auch Nikon ZFC, Nikon Z6 II, die haben alle das gleiche Menü und die Funktionen sind immer an der gleichen Stelle und das ist wirklich positiv, das muss man hervorheben. Das macht die Bedienung mit mehreren Kameras wirklich wesentlich einfacher. Wenn ich jetzt ein bisschen Kritik üben darf, ich finde schon, dass das Menü ein bisschen durcheinander ist. Und ich bin jetzt wirklich sehr vorsichtig mit meiner Kritik, weil ich weiß, dass es immer so ein bisschen Zündstoff ist für Diskussionen. Aber ich finde beispielsweise, ich habe es mir extra auch aufgeschrieben, die ISO-Empfindlichkeitseinstellungen zum Beispiel, die habe ich einmal im Fotomenü, einmal im Videomenü für beide Modis halt. Die Einstellung würde ich aber eigentlich bei den Individualfunktionen unter Belichtung suchen. Die sind sie aber nicht, sind halt bei Foto und Video in dem Menü, wo ich auch den Codec zum Beispiel auswähle. Das hätte ich vielleicht anders gemacht. Ein anderes Beispiel ist die Einstellung der Bedienelemente. Die wiederum sind bei den Individualfunktionen drin und nicht in den Systemeinstellungen, wo ich sie zuerst vermutet habe. Okay, also gehe ich bei den Individualeinstellungen rein, belege mir da meine Tasten, so wie ich das haben möchte. Die Monitorhelligkeit und die Suchhelligkeit wiederum sind aber in den Systemeinstellungen und nicht bei den Bedienelementen, wo ich sie aber dann irgendwie vom Zusammenhang her schon sehen würde. Also, das ist meine subjektive Meinung, mein Gefühl dazu. Das kann man anders sehen, wenn man das schon immer so kennt. Ich finde einfach, als jemand, der aus einem anderen System kommt, der anderes gewohnt ist, ich finde das einfach ein bisschen komplizierter. Aber am Ende muss ich sagen, mittlerweile weiß ich, wo ich 90% der Einstellungen finde. Das sitzt auswendig mittlerweile. Weil das ist ja das Wichtige, wenn man mit den Kameras arbeitet, dann prägt sich das auch ein, wo die Einstellung zu finden ist. So, und dann ist es egal, ob das das alte Sony-Menü ist, ob das neue Sony-Menü ist, ob es das Nikon-Menü ist. Wenn man intensiv mit den Kameras arbeitet, dann prägt sich das ein und dann weiß man auch, wo die Funktion am Ende zu finden ist. So, damit wäre das Thema Menü abgehakt. Ach nee, doch nicht. Eine Sache muss ich noch erwähnen, das ist das Thema Mein Menü. Da hat man natürlich die Möglichkeit, sich alles so zu konfigurieren oder die wichtigsten Einstellungen rauszusuchen. Das hatte ich eben vergessen zu erwähnen, um eben diese Kritik, die ich hatte, auch mal wieder aufzuheben. Mein Menü kann ich natürlich nutzen, um mir meine wichtigsten Einstellungen da reinzupacken und da muss ich auch nicht lange suchen. Und eine zweite Sache, die ich noch erwähnen wollte, wir können natürlich auch das Menü per Touch wunderbar bedienen. Das klappt richtig gut, ganz smooth, macht richtig Spaß und vor allem
toucht man wirklich auch nicht irgendwie daneben oder so. Ja, das hat man ja oft bei anderen Herstellern, dass man draufklickt und man hat daneben gedrückt oder so. Das funktioniert hier wirklich richtig gut und macht richtig Spaß. Und es gibt sogar die Funktion, dass man Touch mit Handschuhen bedienen kann. Wenn man das aktiviert, ich glaube, dann ist die Kamera halt so ein bisschen, der Radius ist dann halt größer, wo ich zum Beispiel die Taste dann drücken würde oder den Punkt auf dem Display. Das ist halt eine tolle Sache. Da denkt Nikon halt wirklich an die User, die halt auch im Winter unterwegs sind und Landschaften meinetwegen fotografieren und halt Handschuhe tragen, wie bei mir zum Beispiel. Wir hatten jetzt noch keinen Winter, wo ich das testen kann, aber das wird definitiv kommen. Und ich glaube, dann werde ich froh sein, dass es diese Funktion gibt. Das Thema Video nimmt natürlich einen sehr großen Bereich bei der Nikon Z8 ein. Und ich finde, es ist auch genau der richtige Weg, den Nikon da eingeschlagen ist. In der Vergangenheit hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass Nikon sich wirklich ganz stark auf die Fotografen konzentriert, die Videografen aber so ein bisschen links liegen lässt. Anders zumindest, als es Canon und Sony in der Vergangenheit gemacht haben. Und dann kommen diese Kameras raus, 8K, 60 in RAW, 4K Video downsampled von 8,3K. Das ist so ein knackiges Bild, was da rauskommt. Das macht richtig Spaß. Wir haben aber auch Funktionen wie ein Digitalzoom, ein Zweifach-Digitalzoom. Und jetzt kommt das ganz Tolle, da habe ich eben halt auch die Möglichkeit, diesen Funktionsring mit zu belegen. Und da muss man sich mal vorstellen, jetzt habe ich hier ein Zoom-Objektiv, ja, ich zoome damit und wenn mir das nicht reicht, dann zoome ich über den Digital-Zoom eben auch nochmal ran. Und das ist echt eine richtig tolle Sache und gibt einem ganz tolle Möglichkeiten. In der Z8 haben wir auch die Möglichkeit, N-Log zu nutzen. Das mag ich auch echt gern. Da habe ich mich echt drin verliebt. Ich nutze N-Log extrem viel. Es rauscht ein bisschen mehr als das S-Log-Material. Dafür habe ich aber den Vorteil, dass ich das Bild eben ja nicht so überbelichten muss, wie ich es bei S-Log 3 zum Beispiel machen muss. Da bin ich ja immer sehr stark in der Überbelichtung drin. Stichwort ETTR. Das ist hier natürlich dann nicht so der Fall. Das N-Log-Material kann ich relativ neutral belichten und ich habe auch hier eine Anzeigehilfe. Das bedeutet, wenn ich in N-Log filme, muss ich mir nicht die ganze Zeit das graue Bild anschauen, sondern kann mir trotzdem die Vorschau für ein REC 7 or 9 Bild anzeigen lassen. Das ist echt eine tolle Sache und ja, auf dem Stand, wie es die Konkurrenz auch macht. Also Nikon hat da echt richtig aufgeholt und das sind echt tolle Videokameras. Es gibt aber auch einen negativen Punkt und das ist beispielsweise eben die Möglichkeit mit der Blendenautomatik zu filmen. Das funktioniert hier nicht, da habe ich ein separates Video zu aufgenommen, das packe ich einmal hier oben rein. Interessant ist aber, dass ich das Video auch an den Nikon Support geschickt habe und ja, das hier auch auf offene Ohren gestoßen ist. Also das Video wird jetzt nach Japan geschickt, ist natürlich sprachlich so ein bisschen schwierig, was so diese Barriere angeht. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, der Nikon Support hat sich sofort darum gekümmert und gesagt, okay, interessantes Thema, das nehmen wir mit auf und wenn wir das hinkriegen, packen wir das in eins der zukünftigen Firmware-Updates, damit wir da genauso gut unterwegs sind wie die Konkurrenz. Und das finde ich echt klasse, Nikon. Das ist ein toller Support und halt auch Kundenservice, dass man da halt wirklich das Gefühl hat, da wird sich auch tatsächlich gekümmert. Aber auch was die Codec-Auswahl angeht, das ist einfach unglaublich in diesen Kameras, wenn ich mir das hier aufrufe und mir anschaue, was wir hier alles auswählen können. Wir haben ganz normales 8-Bit-Material natürlich, wir haben H265 10-Bit-Material, wir haben ProRes 422 High Quality in 10-Bit, wir haben ProRes RAW mit 12-Bit und wir haben natürlich auch noch NRAW mit 12-Bit. Also das ist schon richtig, richtig toll, was man hier alles für Funktionen und Möglichkeiten hat. Das sind mittlerweile richtig starke Filmkameras geworden. Sehr interessant ist natürlich aber auch im Videobereich das Thema Lowlight. Wie gut ist die Abbildungsleistung? Wie stark ist das Rauschen nachher in den höheren ISO-Werten? Und
wie gut funktioniert auch noch der Autofokus. Ich habe da ein Projekt umgesetzt, da sind wir gerade noch dabei, jetzt in den letzten Zügen das Ganze zu finalisieren. Ein sehr spannendes Projekt und bei dem Projekt musste ich halt auch nachts mit ran, nachts eine 360-Grad-Aufnahme machen mit der Z8 und da haben wir eben halt auch mal die Kamera angeschmissen. Ich habe mich selbst gefilmt bei wenig Licht. Schaut euch das gerne mal an. Und das waren ISO-Werte jenseits von Gut und Böse. Und trotzdem kam da richtig tolles Videomaterial bei raus. So, ich kann euch sagen, jetzt ist es richtig dunkel. ISO 16.000 ist zappenduster. Ich kann noch ungefähr 5 Meter weit klar gucken. 4 Meter. Und dann wird's duster. Ich bin gespannt. Kleiner weiterer Lowlight-Test. Also noch dunkler. In noch dunkleren Situationen würde ich nicht filmen. Alles, was jetzt hier nachkommt, ist rein theoretisch ja filmen, wenn man irgendwie nachts die Milchstraße fotografiert oder sowas. Ich kenne keine Situation, wo man sonst bei so schlechten Lichtverhältnissen filmen würde. Also ja. So, jetzt wird's heiß. Wir sprechen nämlich über das Thema Überhitzung. Und ja, die Nikon Z8 überhitzt. Und zwar, wenn ich mit 120 Frames filme, wenn ich mit 60 Frames filme, dann kann ich das direkt jetzt hier anmachen und ich weiß, dass die Kamera in 15 bis 30 Minuten wegen Überhitzung ausgehen wird. Das ist so. Interessanter ist aber das Thema 4K 30. Also ich weiß nicht, welche Menschen 4K 60, was weiß ich, wie lange filmen. Ich kenne keinen. Normalerweise filmt man ja längere Sessions in den gewohnten Bildraten 30, 25 oder 24 Frames. In dem Bereich habe ich einen Test gemacht. Ich habe wirklich die Nikon Z8 lange Zeit laufen lassen und ich habe es nicht geschafft, sie zum Überhitzen zu bringen. Muss aber dazu sagen, der Raum hatte irgendwie 21 Grad, wo ich das getestet habe. Und ich hole das jetzt hier einfach mal kurz vor die Daten, dann können wir uns das mal anschauen. Also in meinem Test ist es so gewesen, dass ich die Kamera 2 Stunden und 4 Minuten laufen lassen habe. Dann ist die maximale Videodauer erreicht. Also länger als 2 Stunden für 4 Minuten kann man ein Video nicht aufnehmen, wahrscheinlich wegen einem Zwischenspeicher. Und ja, quasi die Aufnahme einmal beendet, neu gestartet und wieder 59 Minuten durchgefilmt. Und jetzt muss man gleich dazu sagen, was sehr interessant ist, wir haben dann quasi insgesamt 3 Stunden erreicht und die Kamera ist nicht überhitzt. So, dann ging das weiter, weiterhin aufgenommen, 1 Stunde 48 und dazwischen waren wirklich immer nur kleine Speicherpausen oder eben Pausen, wo ich die Karte mal formatieren musste, um wieder Speicherplatz freizugeben, vielleicht mal den Akku gewechselt. Also wie gesagt, wir kommen hier auf 1 Stunde 48, 43 Minuten, 2 Stunden 5, also wieder 2 Stunden, also die Maximaldauer wieder erreicht, 34 Minuten, 30 Minuten und die Kamera hat zwar immer angezeigt, dass sie ja warm ist, dass sie auch überhitzen könnte, ist sie aber nicht. Wie gesagt, das Ganze habe ich im Innenraum gemacht, 21 Grad. Ich denke mal, wenn man das draußen jetzt nochmal probieren würde und man hat draußen, keine Ahnung, 25 Grad, 30 Grad, dann könnte das schon passieren, dass die Kamera dann irgendwann ausgeht. Ich weiß aber nicht, zu welchem Zeitpunkt das dann passieren wird. Ich habe auch ein Event gefilmt. Mit der Z8 und da ist es eben auch so gewesen, dass die Kamera wirklich heiß wurde. Also auffällig ist, sie wird genau hier unten, diese Kante, wenn die Kamera hier so hält, die wird hier richtig, richtig heiß. Also wirklich heiß, spürbar heiß. Man fasst an und denkt sich, ja, nicht schlecht. Und sie hat auch die ganze Zeit angezeigt, dass sie sehr warm ist. Bei dem Event hatten wir, glaube ich, 28 Grad. Und nichtsdestotrotz, das war ein Wechsel aus 4K 60, 4K 30, ist die Kamera nicht überhitzt. In der Regel, in der Praxis, ist mir die Kamera bisher nicht überhitzt, so dass ich also nie irgendwie Probleme bei der Arbeit damit hatte, dass ich irgendwie nicht weiterfilmen konnte oder sowas. Also ja, wer längere Shoots mit 4K 60, 4K 120 macht, der sollte das vielleicht wissen. Wer auch immer das ist, kann sich ja mal vorstellen und in den Kommentaren schreiben, was man da so macht. Ich kenne niemanden, aber wenn ihr tatsächlich sagt, 4K 60 muss ich mal mindestens hier 45 Minuten oder anderthalb Stunden filmen, dann darauf einstellen, dass die Nikon Z8 überhitzen könnte.
Und gerade, wo wir das schon hatten mit dem Thema Überhitzen, die Akkulaufzeit. Die Akkulaufzeit wurde ja sehr stark kritisiert bei der Kamera und auch Zipa hat da irgendwie ganz komische Werte von 300 Bilder oder so pro Akku. Also wirklich keine wirklich guten Ergebnisse und das liegt eben daran, dass wir hier wirklich auch diesen kleinen Akku drin haben, den wir halt auch aus der Z6 kennen, aus der Z7 und eben nicht den großen Akku, wie man ihn aus der Nikon Z9 kennt. Wie soll das auch gehen bei dem kleineren Body? Was jetzt aber interessant ist, also ich sehe keinen Unterschied zur Alpha 1, weil da geht der Akku auch rasant runter. Zumindest rasant runter, wenn man das vergleicht mit A7 IV und so weiter, die natürlich auch gar nicht diese Performance haben. Wir reden hier bei den Kameras über Stacked-Sensoren, über extrem hohe Auslesegeschwindigkeiten, über Prozessoren, die richtig Power haben. Das bedeutet, natürlich ist der Energiebedarf da auch höher. Aber nochmal, und jetzt wird es nämlich interessant. Mehrere Hochzeiten habe ich mit den Kameras fotografiert. So, und jetzt hole ich mal mein Handy zur Hand, denn ich habe extra den Bildschirm abfotografiert, damit wir uns das mal ansehen können. In der Akkudiagnose kann man ja sehen, wie viele Bilder man mit einer Akkuladung geschossen hat. So, und dann nehmen wir mal hier das erste Beispiel. Hier haben wir die Akkudiagnose, die anzeigt, wir haben noch 18% Restkapazität auf dem Akku und mit dem Akku wurden 900 Bilder geschossen. Und das gleiche habe ich nochmal ebenfalls auf einer Hochzeit fotografiert, wo man den Akku halt möglichst runterzieht, damit man nicht so oft den Akku wechseln muss. Hier haben wir noch 30% Restladung auf dem Akku und es wurden 863 Bilder mit diesem Akku geschossen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, bei den Hochzeiten, da hat man natürlich auch mehrere Bilder hintereinander, ja, dass man gleich irgendwie 3-4 Mal hintereinander drückt, damit man nachher auch ein Bild hat, wo alle die Augen offen haben, wie auch immer. Aber nichtsdestotrotz, 300 Bilder laut Zipa sind einfach viel zu wenig. Ihr kommt da definitiv ordentlich mit hin. Auch den Harz-Trip, den wir mittlerweile mit der Nikon gemacht haben, hatten wir keine Probleme und es ist nicht aufgefallen, dass es irgendwie schlechter wäre als das, was wir sonst von Sony gewohnt sind. Ihr werdet da definitiv Freude mit haben. Also ja, so negativ ist das nicht. Sony-User werden das vielleicht auch kennen. Wenn der Akku beim Film leer wird, dann geht die Kamera einfach aus und ist tot. Bei der Nikon ist es nicht so. Hier läuft das nämlich folgendermaßen ab. Ihr zieht den Akku runter und dann irgendwann geht die Kamera aus. Also sie ist nicht richtig aus. Sie zeigt dann halt auf dem Display an, Auslöser gesperrt, bitte Akku wechseln. So, und bei der Sony ist es so, dass das Video weg ist. Weil ihr habt es vorher nicht gespeichert, ihr habt die Aufnahme nicht beendet, ihr habt den Akku gezogen, bis er tot war, Kamera geht aus, das Video ist weg, ist nicht gespeichert. Vielleicht habt ihr Glück und es ist eine beschädigte Datei, das passiert manchmal, dann muss man das aber irgendwie reparieren. Ich weiß nicht, wie man so eine beschädigte Datei reparieren soll. Also uns ist es tatsächlich mal passiert bei einem Interview, dass uns wirklich mal die Kamera ausgegangen ist, die Sony, obwohl sie noch, ich glaube, 8% oder so angezeigt hat. Sie ist dann einfach ausgegangen und das Video war beschädigt und wir konnten das auch nicht reparieren, also über mehrere Dienste auch nicht. Wir hatten dann irgendwie in der USA einen Dienstleister gefunden, der das repariert hätte für mehrere hundert Euro. Das war es uns dann aber auch nicht wert und der sagte natürlich auch im Vorfeld, dass er nicht weiß, ob er das Video auch vollständig rekonstruieren kann. Und bei den Nikons passiert das nicht. Wenn der Akku leer ist, zeigt die Kamera das an. Sie geht in eine Art, ja, Standby, ist nicht mehr bedienbar. Das Video wird aber noch komplett gespeichert. Ja, die Aufnahme unterbricht, das Video wird gespeichert. Ihr könnt die Kamera nicht mehr bedienen, legt einen neuen Akku rein und das Video ist noch da. Das kann einem manchmal schon echt den Arsch retten. Der Dynamikumfang ist mindestens genauso gut wie bei der Alpha 1. Also ich habe da keine Unterschiede festgestellt. Sei es die Lichter runterziehen oder die Schatten hochziehen. Beides funktioniert richtig gut, sieht auch ordentlich aus und da ist echt eine ganze Menge Puffer, was man da noch rausholen kann, wenn man in RAW fotografiert. Also Dynamikumfang, kein Unterschied festgestellt zur Sony-Nutzung der letzten 6 Jahre. Eine Sache, die ich noch ansprechen möchte, ist das Thema SnapBridge. Das ist ja die App von Nikon, mit der ich die Kameras bedienen kann und mit der ich auch Material aufs Handy rüberziehen kann von der Kamera.
SnapRidge funktioniert sehr zuverlässig, also das muss ich schon sagen. Ich habe letztens ein Video, was 400 MB groß war, auf mein Handy rübergezogen. Das ist schon erstaunlich, wenn man da so an Sony denkt, denn Sony hat ja die Creative Cloud rausgebracht, eine neue App für die Sony-Modelle ab Sony A7 IV, glaube ich. Und das Ding ist der Horror. Das funktioniert nicht richtig, Verbindung bricht ab, man kann die Dateien nicht übertragen, aber da reicht es auch, wenn man sich die Bewertungen im App Store zu anschaut. Das ist echt Wahnsinn. Davor gab es aber die Imaging Edge Software. Das war die App von Sony vor der Creative Cloud. Und die, muss ich sagen, war auch zuverlässig. Man hatte aber mehr Funktionen als bei SnapRidge. Und das fand ich gar nicht schlecht. Da konnte man wirklich fast die Kamera komplett mit allen Funktionen über die App bedienen. Und bei Nikon ist es leider ein bisschen eingeschränkter. Das würde ich mir vielleicht wünschen, dass man hier genauso viele Einstellmöglichkeiten hätte wie bei Sony. Ein Punkt, den ich in dem Video nur kurz ansprechen möchte, sind die Nikon-Farben. Ich bin einfach begeistert, was für tolle Bilder hier rauskommen. Die Farben, die Hauttöne, das ist so realistisch, aber auch so toll, vor allem in Kombination, wenn man diesen Hautweichzeichner auch noch anhat. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Die Bilder haben eine richtig tolle Brillanz und dazu habe ich ein separates Video gemacht. Gibt es hier oben. Schaut da unbedingt mal rein. Schaut euch das mal an. Das ist extrem interessant, wie unterschiedlich die Kameras arbeiten, also Nikon und Sony, wie unterschiedlich die Ergebnisse sind, die da rauskommen und wie gut eben der Auto-Weißabgleich bei den Nikon-Kameras funktioniert. Also auch bei Kunstlicht, der Auto-Weißabgleich ist bei mir wirklich in den seltensten Fällen mal irgendwie so ein bisschen daneben gewesen, aber das waren wirklich Ausnahmen. In der Regel hat das extrem gut funktioniert. Kommen wir zum letzten Punkt, auf den ich noch mal ein bisschen intensiver eingehen möchte, und das ist der Punkt Autofokus. Beim Autofokus habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Also, verglichen mit der Alpha 1 ist es so, dass die Treffsicherheit und auch die Geschwindigkeit so ungefähr bei 90%, wenn ich das jetzt mal irgendwie so aufwiegen müsste, im Vergleich zur Alpha 1 liegt. Also die Kameras sind schon sehr nah beieinander, was die Autofokusgeschwindigkeit angeht. Ich hatte eher öfter das Problem, dass die Autofokusgeschwindigkeit der Kameras limitiert wird durch die Objektive. Denn ich habe zum Beispiel das 24mm 1.8 oft lieber verwendet als das 35mm 1.8, weil beim 35er ist es mir wirklich schon mehrmals aufgefallen, dass der Autofokus nicht wirklich schnell ist. Das ist mir im Fotomodus aufgefallen, aber auch wenn ich Videos gefilmt habe, der Video-Autofokus ist auch da langsamer. Und das zeigt mir aber, dass die Kamera an sich, was den Autofokus angeht, richtig heftige Performance hat, also wirklich im Vergleich auch zu Alpha 1, das Ding rennt. Also der Autofokus, der ist schon echt richtig Bombe. Und der limitierende Faktor wird öfter mal das Objektiv sein und definitiv nicht die Kamera. Also wenn es wirklich ein neues 35er mal geben würde, mit Blende 1.2, 1.4, würde ich das sofort tauschen gegen das 1.8er, weil da gefällt mir der Autofokus echt überhaupt nicht. Man darf halt aber auch nicht vergessen, das Thema Autofokusgeschwindigkeit ist das eine und die Treffsicherheit. Viel wichtiger ist ja aber auch, wie gut funktioniert das mit dem Tracking und so weiter. Und da ist die Nikon halt echt ein ganzes Stückchen weiter als die Alpha 1, nämlich auf Höhe der Sony A7 R5. Denn wir haben hier die Möglichkeit der Kopferkennung, Körpererkennung und so weiter. Das bedeutet, dass das Tracking funktioniert viel besser, vor allem im Videobereich, weil wenn der Mensch sich dreht und das Auge nicht mehr sichtbar ist, springt er automatisch auf den Kopf. Wenn der Kopf zu weit weg ist, geht er auf den Körper und bleibt eben dran. Und das ist eben bei den älteren Sony-Modellen, abgesehen von der A7 R5, eben nicht der Fall. Weil die haben nur die Augenerkennung, die Gesichtserkennung und das war's. Wenn sich der Mensch wegdreht, dann gibt es halt nur noch den Phasenautofokus und die Kamera, ja, nimmt halt das, wo sie meint, dass das das Richtige wäre.
Da setzt man sich einmal in den Wintergarten, um hier eine richtig schöne Kulisse zu haben für das Video, und der Nachbar fängt an, den Rasen zu mähen. Als wenn er das gerochen hätte, oder? Naja, lassen wir uns da nicht weiter stören von. Wir gehen weiter auf die Kamera ein. Also um den Punkt Autofokus jetzt nochmal so ein bisschen im Vergleich zu sehen, Sony und Nikon. Ich muss sagen, der Nikon Autofokus insgesamt gefällt mir besser, zumindest als in der Alpha 1, weil wir eben viel bessere Möglichkeiten haben und eben der Hinterkopf und so weiter erkannt werden, was eben bei der Sony nicht der Fall ist. Was ich sehr positiv hervorheben möchte, ist der Autofokus bei wenig Licht. Also ich denke da so an Tanzszenen beispielsweise bei einer Hochzeit, und ich fotografiere dann gern so, dass die Leute halt ja vor mir stehen und im Hintergrund ist der DJ, der seine ganzen bunten Lichter da anhat, seine Scheinwerfer und so weiter, und die Lichter sind dann halt, die bunten Lichter sind im Hintergrund zu sehen in der Unschärfe, und ich fotografiere den Menschen. Für die Kamera ist es unglaublich schwer, weil es kommt hartes Licht von vorn, richtig helles, hartes Licht kommt von vorn, und der Mensch ist quasi schwarz, er ist eine Silhouette. Und nichtsdestotrotz erkennt die Kamera Augen. Also da bin ich jedes Mal fasziniert von, wie gut das funktioniert. Absolute Klasse, und es macht richtig, richtig Spaß. So, fährt der mittlerweile Mähdrescher oder was? So, jetzt habt ihr unglaublich viel positive Sachen gehört. Ein, zwei negative gibt es aber dennoch, und das ist der letzte Punkt, was mir tatsächlich nicht gefällt. Das ist nicht viel, und ich musste auch wirklich tief in mich gehen und überlegen, was könnte ich jetzt negativ hervorheben oder kritisieren. Eine Sache, da muss ich auch wirklich nicht lange überlegen, ist das Auslösegeräusch. Das ist wirklich... Es ist auch ein anderes als in der Z9. Also die Z9 hat ja jetzt sowieso mehr Auslösegeräusche bekommen durch das letzte Firmware-Update 4.0. Die Z8 aber noch nicht. Die hat nur diesen einen schrecklichen Ton, oder ich kann halt den Silent-Modus einstellen. Aber ich finde, so ein bisschen Gefühl beim Fotografieren darf schon noch da sein. Und dadurch, dass wir keinen echten Verschluss mehr haben, kann dieses Geräusch ja nur elektronisch erzeugt werden. Und ich finde, wenn ich das jetzt mal vergleiche, wirklich hier mit meiner Z9, da klingt das einfach viel schöner. Das ist übrigens einer der neuen Sounds vom Firmware-Update 4.0. Das ist so richtig sanft und schön. Man kann natürlich auch die Lautstärke umstellen. Man kann natürlich auch andere Sounds noch auswählen. Wie gesagt, hier hat man, glaube ich, mittlerweile 5 Töne oder so, die man auswählen kann. Und da ist eigentlich für jeden was dabei, aber ich finde dieses schreckliche, schrille Geräusch, was aus der Z8 kommt, das sollte man vielleicht nochmal überarbeiten oder zumindest die Möglichkeit geben, dass andere ausgewählt werden können. Ja, ich hatte es vorhin schon angerissen, was ich mir wirklich wünschen würde, wäre, dass die Kamera einfach die Belichtung im Videomodus schneller, angenehmer anpasst, als es jetzt der Fall ist. Das macht die Sony halt besser, das seht ihr auch, wenn ihr euch das Video dazu anschaut. Und da wünsche ich mir einfach, dass die Nikon da noch ein bisschen besser wird und dass wir eben die Möglichkeit haben, auch mit der Blendenautomatik zu filmen. Ich finde das sehr wichtig, gerade wenn man Events filmt und viel mit wechselnden Lichtsituationen hat, kann es einem das Leben wirklich einfacher machen, wenn ich mit der Blendenautomatik filmen kann. Er macht das auch gerne. Also Trecker fahren. Was ich mir auch noch wünschen würde, aber das hat eigentlich an der Kamera nichts an Kritik verloren, das sind Blende 1.4 Objektive für den Z-Mount. Also so ein 35mm 1.4, 24 1.4, das gibt es halt alles nur in Blende 1.8. Geht natürlich auch, aber da bin ich halt von Sony verwöhnt, was diese 1.4er Objektive angeht. Das würde ich mir halt für den Z-Mount auch wünschen. Ja, eine andere Sache, es fällt nicht so schwer ins Gewicht, aber es wäre natürlich schön, wenn man es hätte, dass man das Display nach vorne klappen kann. Das ist eben nicht möglich. Wenn man sich selber filmt, ist das natürlich eine tolle Sache, weil dann kann ich das Bild natürlich ordentlich beurteilen. Ich sehe, ob alles soweit passt, ob der Autofokus mich auch hat. Ich weiß, die Kamera ist auch nicht wirklich an Leute gerichtet,
die damit irgendwie ja, sich selber filmen, Content Creator sind oder sowas oder vloggen. Trotzdem wäre es natürlich schön, wenn man das hätte oder wenn man tatsächlich auch den Mechanismus aus der Sony A7 R5 hier irgendwie eingebaut hätte, dass man quasi das Display in alle Richtungen schwenken, neigen, klappen und was weiß ich alles kann. Das wäre natürlich hier auch toll gewesen. Ist nur ein kleiner Kritikpunkt, weil, wie gesagt, ich habe extra überlegt, was könnte ich jetzt hier negativ anbringen. Mir fällt das nicht so schwer ins Gewicht, aber es wäre schön, es zu haben. So. Wenn wir auf einem Gimbal arbeiten und filmen, haben wir uns bei Sony ja, die AF-Felder hier auf den AF-On-Button gelegt, dass wir quasi auf die Taste drücken und wir switchen durch die Autofokus-Felder hindurch, ja, bis wir das Richtige gefunden haben, was wir für die passende Situation gerade benötigen. Bei der Nikon funktioniert das leider nicht, denn man kann durch die AF-Felder wechseln, aber nur in Kombination mit einem Tastendruck und dem Drehen eines Rädchens. Man kann auch einen anderen Tastendruck nehmen und am Rädchen drehen, das funktioniert, aber man kann nicht rein eine Taste so programmieren, dass man da durch die Autofokusfelder durchswitcht. Und das ist sehr schade, weil auf einem Gimbal ist das wirklich nicht so geil, hier erst zu drücken und dann am Rädchen zu drehen. Also man muss den Gimbal zumindest abstellen, um das machen zu können. Und während der Bedienung, wenn man den Gimbal mit einer Hand festhält und dann drückt, das funktioniert leider nicht. Ja, der letzte Kritikpunkt, der ist auch wirklich echte Kritik und das ist der fehlende Multi-Interface-Blitzschuh, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte. Das würde einem halt die Möglichkeit geben, Mikrofone direkt zu vermarkten, die eben hiermit direkt kommunizieren. Man bräuchte kein zusätzliches Kabel mehr. Man könnte Audio-Handles verwenden, so wie bei den anderen Herstellern. Das wäre tatsächlich schon ganz toll, denn ich finde das manchmal echt ein bisschen nervig mit dem ja, zusätzlichen Kabel. Und vor allem wäre es halt auch für Nikon eine zusätzliche Einnahmequelle, denn Sony macht es so, dass sie mittlerweile wirklich schon einige Mikrofone auf den Markt gebracht haben, die eben ja, mit ihrem Multi-Interface-Blitzschuh zusammenarbeiten, kommunizieren und das ja, verkauft sich, glaube ich, auch ganz gut, denn mittlerweile gibt es eine ganze Reihe an Mikrofonen und Zubehör. Ansonsten Fazit, was soll ich euch sagen? Das hier sind meine neuen Babys. Also die Z8, die erste habe ich tatsächlich bestellt, weil ich dachte, wow, wie kann eine Hybridkamera mit so viel Funktion und Leistung zu dem Preis rauskommen, wo auch eine Sony A7 R5 platziert ist. Und das muss man sich mal vor Augen halten, eine Sony A7 R5, die kein Stacked-Sensor hat, wesentlich langsamer ist, mit Rolling Shutter zu tun hat, videoseitig bei weitem nicht so viele Funktionen bietet, kostet das gleiche wie eine Nikon Z8, die eigentlich völlig fälschlicherweise mit einer Sony A7 R5 verglichen wird. Das ist ja das Interessante, dass alle YouTuber die Nikon Z8 immer mit der Sony A7 R5 vergleichen. Der richtige Vergleich wäre Nikon Z8 gegen Sony Alpha 1, denn hier haben wir annähernd die gleichen Specs und auch die gleichen Funktionen. Denn hier haben wir auch einen Stacked-Sensor. Hier haben wir 8K-Video und zwar auch mit 30 Frames und nicht nur 25 wie die Sony A7 R5. Ich muss ehrlich sein, am Anfang hätte ich niemals gedacht, dass das mit Nikon, dass diese Liebe mit Nikon so weit gehen wird, denn eigentlich habe ich mich immer bei Sony zu Hause gefühlt und auch die ersten Wochen, wo ich mit der Nikon unterwegs war, habe ich irgendwie die Nutzung mit Sony vermisst und mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich, wenn ich mich entscheiden muss, welche Kamera ich heute nehme, eigentlich fast immer zur Nikon greife, weil ich einfach bessere Ergebnisse damit abliefer, weil ich einfach besser mit der Kamera zusammenarbeite. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur ein Gefühl, dass ich das Gefühl habe, ich passe besser zur Kamera oder die Kamera passt besser zu mir als eine Sony. Das hängt aber auch natürlich immer ganz stark davon ab, welchen Bereich man bedient, was für Fotos man macht. Wer ein Landschaftsfotograf ist zum Beispiel, hat mit der Sony A7 R5 wahrscheinlich ganz viel Spaß. Und wenn man sich auf das Videothema gar nicht fokussiert, noch mehr, weil
dann spielt es ja eigentlich gar keine Rolle. Aber ich war immer auf der Suche nach der perfekten Hybridkamera. Eine Kamera, die foto- und videoseitig extrem stark ist. Ja, und das war bisher immer die Alpha 1 und jetzt ist es die Nikon Z8, die jetzt tolle Dinge mitbringt, die ich vorher nicht nutzen konnte, wie Autofokus von ganzen Menschen, die Hinterkopferkennung und ja, das sind alles Dinge, die mir unglaublich viel Freude bereiten. Ich habe mich wirklich in die Nikons verliebt, ich habe mich in das ganze System verliebt. Mittlerweile habe ich 11 Nikkor-Objektive und ich freue mich auch schon, wenn endlich das 35-150 von Tamron rauskommt, weil das war tatsächlich bis zum letzten Tag, wo ich die Z8 bestellt habe, immer der Grund, wo ich gesagt habe, nee, ich bleibe bei Sony und Sony, das ist schon so meine Marke. Das Tamron 35-150 hat mich lange gehalten und jetzt kommt es auch für den Z-Mount raus, soll ab Herbst bestellbar sein, da freue ich mich echt schon wahnsinnig drauf. Also nochmal endgültiges Fazit, ich glaube, man bekommt keine Kamera sonst bei anderen Herstellern, wo so viel Kamera und so viel Funktion in einem Gehäuse steckt, zu dem Preis. Das muss ich ganz klar sagen, eine Kamera, die noch in der Region liegt, ist die Canon EOS R5. Ich glaube aber dennoch, die kommt nicht an die Z8 ran. Also zumindest was so Dinge angeht wie Display-Helligkeit und so weiter. Wobei die R5 auch eine tolle Kamera ist. Aber was Nikon hier rausgebracht hat zu dem Preis, das ist schon echt der Hammer. Und ich bin wirklich verliebt in die Kameras und mit dem Punkt beende ich das Ganze jetzt auch. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Video und ich hoffe, dass ich euch auch viele Einblicke geben konnte. Jetzt so nach 2 Monaten intensiver Nutzung mit 2 Z8. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr natürlich den Daumen nach oben gebt, den Kanal abonniert und dann sehen wir uns bald beim nächsten Video. Vielleicht über Nikon, vielleicht über Sony, wer weiß. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Bis dann.